Birgit Thiesmann von Vier Pfoten ist heute Abend auch bei uns. Das klingt sehr dramatisch. Haben Sie inzwischen eine Vorstellung von den Zuständen dort auf dem Hof gewinnen können? Ich habe mir nur sagen lassen, also bei der Durchsuchung ist einigen der Polizisten übel geworden. Da kam einer würgend heraus, weil es so unangenehm gestunken hat. Was wissen Sie über den Hof? Also wir wissen, dass das wohl schon sehr lange geht. Man sieht das ja auch an der Menge der Tiere. Wir waren ja auch dort und haben uns das Gelände von außen angeschaut. Wir sind selber nicht ins Haus gekommen. Aber die Zustände da drin, die müssen wirklich so katastrophal gewesen sein, dass sich eine Polizistin auch geweigert hat, überhaupt das Haus zu betreten. Jetzt geht es hier offenbar nicht nur um eine klassische Hundezucht oder irgendwie um eine illegale Vermehrstation. Denn wir haben auch Hinweise darauf, dass das im Grunde eine Art Auffangstation für Tiere war, also wo auch verletzte, notleidende Tiere hingebracht werden konnten. Haben wir es hier vielleicht sogar mit der Geschichte eines Tierfreundes zu tun, dem die ganze Sache irgendwann schrecklich über den Kopf gewachsen ist? Also sagen wir mal so, ich kenne natürlich nicht diese Geschichte dieses Mannes. Aber man muss ja wirklich sagen, nach dem, was wir dort vorgefunden haben, und man hat es ja auch jetzt an den Bildern gesehen, wenn jemand wirklich Tiere liebt, ja, dann lässt er sie so nicht leiden. Er kann vielleicht sagen, er hat sie aufgenommen und vielleicht war es auch mal so, dass er es gut gemeint hat. Aber das, was ich dort gesehen habe, das habe ich in den ganzen Jahren nicht mal in Osteuropa gesehen. Jeder, der Tiere hält, trägt natürlich eine Verantwortung. Sie haben auch schon gesagt, ohne kriminelle Tierärzte ist auch so ein Verschiebebahnhof, so ein illegaler Handel gar nicht möglich. Aber wo sehen Sie insgesamt die Verantwortung? Also wer trägt Mitschuld? Also für mich, wenn jemand wirklich Schuld hat, dann sind es die Behörden. Ja? Man fragt sich doch, wo war das Veterinäramt in all diesen Jahren? Das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Wenn jemand 80 Tiere oder vielleicht noch mehr auf dem Hof hat und die Zustände sieht man sogar von außen, ja, das ist ja nicht so, dass man keine Einsicht hat, dann gibt es für mich keine Ausreden, dort nicht einzugreifen. Und das andere ist natürlich dieser Tierarzt. Wir wissen ja, wie er agiert hat. Ja, er hat die Impfung rückdatiert, damit die praktisch nach außen hin gültig ist. Aber der ganze Impfpass ist so, wie er da ist, sowieso ein einziger Fake. Ja, also, und da frage ich mich, wie kann sowas möglich sein? Wie kann es sein, dass ein Tierarzt sich an solchen Manipulationen beteiligt? Wo war das Veterinäramt in all den Jahren? So haben Sie es formuliert. Mhm. Das sind alles unangenehme Fragen für die Betreffenden. Der Kollege Kevin Oder hat sie gestellt. Heute Morgen. Wir wollen mit den Verantwortlichen sprechen. Um 7 Uhr stehen wir vor der Praxis des Tierarztes Dr. Bocicevic. Plötzlich kommt er. Schönen guten Morgen. Guten Tag. Herr Dr. Bocicevic, ja? Ja, bin ich. Ich grüße Sie. Hallo, Stern-TV. Mit den Impfpässen sei alles korrekt gewesen. Ich habe geschrieben, Datum, wann ich gedacht habe, dass die Hunde wegkommen. Den Datum habe ich geschrieben, rein in den Pass. Aber dann hätten Sie den Pass ja gar nicht ausstellen dürfen, weil Sie haben die Tiere ja nicht am 18.10. gespritzt. Wieso? Also, von Praxis aus sind die Tiere geimpft. Aber nicht am 18.10. So steht es in den Pässen. Nein, die sind geimpft am letzten Freitag, glaube ich, ja. Genau, aber ja, nicht am 18.10. Und das steht ja in den Pässen drin. Ja, weiß ich. Also Sie denken, Sie haben alles richtig gemacht? Ich denke schon. Im Anschluss sind wir im Veterinäramt. Die Zustände auf dem Hof waren der Behörde bekannt. Wir fragen nach, warum wurde nicht eingegriffen? Unsere Mitarbeiter bekamen die Hunde nicht alle zu Gesicht, weil vermutlich Hunde im Haus versteckt waren, Hunde hinterm Haus versteckt waren. Ins Haus, das durften wir nicht betreten, das hat der Halter nicht zugelassen und das ist rechtlich auch so geregelt, dass man ein Betretungsrecht haben muss und das hatten wir nicht. Einen groben Fehler hätte das Veterinäramt angeblich nicht gemacht. Zum Schluss wollen wir noch mit Josef H. sprechen. Ein Interview vor der Kamera lehnt er ab. Wir erreichen ihn telefonisch. Er sieht sich als Opfer. Sauerei, was da mit mir gemacht worden ist. Ja. Wir haben schon seit Wochen versucht, mein Sohn, unsere Tochter und ich, über Tierschutzvereine, Tierschutzorganisationen, große Tierschutzorganisationen in München und Tierheimen, was mein Sohn alles angerufen hat, Tierheime, meine Hunde unterzubringen. Hilfe null. Haben Sie den Herrn Schmidt aus Neuburg auch kontaktiert? Der Herr Schmidt wurde vor langer, langer Zeit schon mal kontaktiert. Was der Herr Schmidt alles erzählt, was alles geschrieben wird, was der Herr Schmidt rauslässt, finde ich eine riesengroße Sauerei. Tierheimleiter Gerhard Schmidt sagt, das stimmt nicht.
An mich persönlich hat er sich nie gewandt. Nie gewandt. Über einen Bekannten habe ich ihn wirklich darauf hingewiesen, er soll sich mit uns in Verbindung setzen. Wir sind sehr daran interessiert, das Problem in irgendeiner Form zu lösen. Natürlich, damit die Hunde vernünftig untergebracht werden können. Ist niemals passiert. Fakt ist, gegen Josef H. wird jetzt ermittelt. Der Vorwurf? Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Eine mögliche Ermittlung gegen den Tierarzt wird von der Staatsanwaltschaft noch geprüft. Der Halter sieht sich als Opfer. Der Tierarzt sagt, er kann keinen Fehler erkennen. Wie klingt das für Sie? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, wie gesagt, der Mann, der diese Hunde gehalten hat, ich weiß nicht, vielleicht hat er ein psychisches Problem. Das möchte ich jetzt mal einfach mal dahingestellt lassen. Aber dieser Tierarzt hat ganz genau gewusst, was er tut. Und das stimmt nicht, was er sagt. Weil unsere Leute waren vor Ort, die Informanten aus Tschechien, ohne die das sowieso nicht möglich gewesen wären, und eben auch Roman, die waren dort. Und der Tierarzt hat dort die Impfpässe ausgefüllt, einen nach dem anderen. Ich habe übrigens einen mal mitgebracht. Wo man dann auch sieht, da steht der 16.10. drin. Wir waren am 16.11. da, er hat das um einen Monat zurückdatiert. Und das Dokument an und für sich sieht normalerweise auch anders aus. Ja, das ist also mir scheint das alles, ich habe auch die Ärzte gefragt, dieser ganze Pass scheint eine einzige Fälschung zu sein, wo immer der auch herkommt. Und auch so, wie er innen drin aufgebaut ist, es ist nichts laminiert, es ist, die Adresse ist nicht eingetragen, sondern nur als Zettel angehängt. Das Ding ist für die Mülltonne. Das Veterinäramt kam auch zu Wort. Ich hätte immer gedacht, Tierhaltung im großen Stil, das ist natürlich alles gesetzlich geregelt. Da kann eine Behörde kontrollieren. Wenn das 80 Schweine gewesen wären, wäre es möglich gewesen. Bei 80 Hunden ist es nicht möglich, dass ein Veterinäramt nachschaut? Natürlich ist das möglich. Und vor allen Dingen, es hat ja seit Jahren hat es Beschwerden gegeben von Seiten der Nachbarn, von Leuten, die dort Hunde gekauft haben, Welpen gekauft haben. Und da ist scheinbar nie irgendetwas passiert. Und es gibt keine Ausrede, weil dieses Grundstück ist von außen einsehbar. Und ich meine, wir kommen da einmal hin, wir sehen das. Und es war sofort klar, da muss unbedingt was geschehen. Alleine, wenn man zu diesem Grundstück hingekommen ist, dann hatte man das Gefühl, man betritt keinen Privatgrund, sondern ein Tierheim. Ja, wenn plötzlich um die 80 Hunde anfangen zu bellen, dann muss man sich doch denken, dass was nicht stimmt, wenn das von einer einzigen Person betrieben wird. Und vor allen Dingen, man hat es auch gerochen. Also wichtig, dass man auf der Suche nach einem Hund an seriöse Quellen gerät, worauf man beim Hundekauf achten sollte. Das haben wir anlässlich eines früheren Falls schon mal auf sterntv.de beschrieben. Und da werden Sie auch alles nachlesen, was über den illegalen Handel mit Welpen zum Beispiel zu wissen ist. Dann hoffen wir, dass den betroffenen Hunden jetzt so gut es geht geholfen werden kann. Danke Ihnen ganz herzlich für die Arbeit, für den Einsatz und für den Besuch bei uns. Birgit Thiesmann von Vier Pfoten. Danke schön.